So nah waren die Besucher dem Asphalt der alten B9 zwischen Oppenheim und Worms schon lange nicht mehr. Denn beim größten Event Rheinhessens kam jeder auf seine Kosten. Am vergangenen Sonntag war die B9 für Autos voll gesperrt. Stattdessen fanden sich auf der Bundesstraße Fahrradfahrer, Inlineskater, Skater oder Nordic Walker wieder. Ungewöhnlich, mal mitten auf einer Straße zu fahren, fanden die Jugendlichen, die den Sonntag mit Skateboarden verbracht hatten. Ganz andere sind der Meinung, dass man so etwas öfter machen sollte. Angekommen am Herrnsheimer Schloss in Worms, konnte man sich mit Spielen beschäftigen oder sich von Tanzgruppen auf der Radiobühne belustigen lassen. Und wer nach dem anstrengenden Sport noch etwas Vergnügung verträgt, kann anschließend mit seiner Gruppe noch über den Wormser Pfingstmarkt schlendern und sich von Händler der Region beraten lassen oder etwas den Adrenalinpegel ansteigen lassen. Fazit: Am kommenden Wochenende kamen die Wormser auf ihre Kosten.